Ja, ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Spielvereinigung Greuther Fürth gegen den VfL Osnabrück. Zunächst mit Osnabrücker Beteiligung, nämlich in Person unseres Cheftrainers Marco Grote. Marco, dein erstes Statement zum Spiel. Ja, moin erstmal. War eine ziemlich intensive Angelegenheit. Ging von Anfang an ganz gut ab und los, beziehungsweise für uns nicht so. Da hat er sicherlich Fürth in der ersten Halbzeit Vorteile, sowohl vom Spiel als auch von den Chancen. Insgesamt bin ich mit unserer Steigerung im Spielverlauf, dann auch in der zweiten Halbzeit und dann auch gerade am Ende einverstanden. Da hatten wir dann auch die besseren Möglichkeiten dann nochmal und nehmen insgesamt den Punkt hier in Fürth gerne mit. Es schließen sich ein paar Fragen an, allesamt von Johannes Kapitzer von der Neuen Osnabrücker Zeitung, die ich stellvertretend verlese. Die erste Frage in Richtung Ergebnis: Wie gerecht findest du es zur Halbzeit 1-1 glücklich aus seiner Sicht? In der zweiten Halbzeit war tatsächlich noch mehr drin. Ja, gerecht ist schwer zu sagen, weil wenn wir ehrlich sind, dann kann das Spiel zur Halbzeit auch schon oder auch wahrscheinlich noch ein bisschen frühzeitiger entschieden sein für Greuther Fürth. Andersrum ist es natürlich tatsächlich so, wie ich es eben schon angedeutet habe, dass wir uns im Verlauf der ersten Halbzeit schon gesteigert haben, aber gerade auch in der zweiten, gerade zu Beginn, dann auch deutlich besser verteidigt haben, nichts mehr zugelassen haben. Dann fehlte uns aber so ein bisschen die Verbindung nach vorne. Und umso länger das Spiel dauerte, umso mehr haben wir dann nochmal wieder Situationen für uns dann auch gehabt, nach vorne zu spielen, klar zu spielen, haben Torchancen gehabt. Da hätten wir sicherlich auch noch wiederum für uns entscheiden können. Und im Gesamten ist es eben einfach so, dass wir sehr gerne im ersten Auswärtsspiel in Fürth bei sicherlich alles andere einer leichten Aufgabe das Pünktchen einpacken. Frage zur ersten Halbzeit, nämlich konkret, warum oder wie du dir erklärst, dass der VfL dort sehr unter Druck gestanden hat, obwohl viel defensives Personal auf dem Platz stand, Dreierkette, Doppelsechs. Ja, war auch offensives Personal auf dem Platz mit zwei Spitzen, mit einem Zehner, einem offensiven Sechser. Also so von vornherein war das jetzt nicht so zwingend defensiv. Das eine ist, dass Greuther Fürth eine sehr gute Mannschaft ist, fußballerische Mannschaft, Kombinationsspiel, sehr ballsicher. Das haben sie an den Tag gelegt, das ist nicht so einfach, das wussten wir von vornherein. Entsprechend haben wir uns ein bisschen was auch überlegt. Das haben wir dann auch relativ schnell geändert, weil Greuther Fürth das auch anders gemacht hat, als wir es von vornherein erwartet haben. Insgesamt waren wir im Verlauf der ersten Halbzeit auch bei dem Tempo, was an den Tag gelegt wurde, aber vor allen Dingen in unserem Verhalten ein Stück weit zu passiv. Das ist auch schwer zu sagen, wo es dann immer anfängt. Das hängt im Fußball immer mit Zusammenhängen, mit Abläufen dann zusammen. Passt das eine nicht, passt das andere nicht. Wir hatten tatsächlich Probleme, zum Teil im Zentrum Zugriff zu bekommen, aber auch Außenverteidiger rechtzeitig anzulaufen. Uns fehlte einfach ein Stück weit die Kompaktheit und damit dann der Zugriff und konnten dann entsprechend nicht immer so gut verteidigen, wie wir uns das sicherlich von vornherein gewünscht hätten. Nächste Frage hast du schon teilweise zumindest beantwortet, nämlich die Umstellung auf Viererkette. Du hast die Umstellung angesprochen. Hat aus deiner Sicht besser geklappt? Ja, wir haben dann Greuther Fürth zunächst gespiegelt. Da hatten wir es dann etwas besser im Griff. Richtig besser wurde es dann eigentlich erst zur Halbzeit, als wir auch nochmal personell dann verändert haben. Aber wie gesagt, das ging dann auch wieder, das musst du halt immer überlegen, welchen Grad du dann fährst. Ein bisschen zu Lasten dessen, was wir natürlich auch nach vorne hin bewegen wollten. Aber auf alle Fälle hat die Umstellung natürlich geholfen. Und zu guter Letzt noch die Bitte nach einem Satz zum Tor von Christian Santos, das aus der Sicht von Johannes Kapitzer aus dem Nichts kam. Ja, aus dem Nichts. Wir hatten schon vorher auch eine Gelegenheit. Aber letzten Endes ist Christian dafür da, so würde ich es fast sagen. Ne? Deswegen ist er da, um Tore zu schießen. Finde es gut, wenn er es macht. Vielen Dank, Marco. Damit ist die Pressekonferenz mit Osnabrücker Beteiligung. Genau so, oder? Okay, dann nochmal die Bitte, weil es technische Probleme gab, Markus, ein allgemeines Statement nochmal zum Spiel aus deiner Sicht. Wird beim zweiten Mal bestimmt nicht so gut, aber ich gebe mir Mühe. Also
Ich denke, im Gesamtfazit hatte Greuther Fürth in der ersten Halbzeit deutlich mehr vom Spiel. Es war ein sehr intensives Spiel mit viel, viel Tempo. Sie waren sehr ballsicher, haben gut nach vorne gespielt. Wir hatten nicht immer den guten Zugriff, ging relativ früh los, auch mit einer sehr guten Gelegenheit. Insgesamt ist die erste Halbzeit an Greuther gegangen und es war sicherlich so, dass es dann zu dem Zeitpunkt glücklich war, dass wir da nicht höher zurückgelegen hätten. Siehst du, wird nicht so gut, sage ich doch. In der zweiten Halbzeit, beziehungsweise im Verlauf der ersten Halbzeit schon, aber vor allen Dingen ab der zweiten Halbzeit, denke ich, dass wir das besser lösen konnten. Stabiler waren in der Defensive und vor allen Dingen im weiteren Verlauf des Spiels in der zweiten Halbzeit auch immer wieder Gelegenheiten hatten, eventuell das Spiel dann sogar tatsächlich am Ende für uns zu entscheiden. Insgesamt nehmen wir das Pünktchen gerne mit und fahren nach Hause, weil das hier in Fürth, glaube ich, alles andere als selbstverständlich ist, den auch mitnehmen zu können. Vielen Dank, Marco. Der Daumen geht nach oben, hat technisch alles geklappt. Dann war es das mit dem ersten Teil der Pressekonferenz. Die Kollegen aus Fürth schließen sich gleich an. Wir als VfL Osnabrück danken für die Aufmerksamkeit und wünschen der Spielvereinigung natürlich alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison. Viel Erfolg. Gut, und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil der Pressekonferenz, zum Heimteil der Pressekonferenz, zu der ich unseren Trainer Stefan Leitl recht herzlich begrüßen darf. Und Stefan, auch in der neuen Saison freuen wir uns über dein Fazit des Spiels. Ja, danke, Imo. Ja, als allererstes möchte ich mal erwähnen, dass es heute richtig Spaß gemacht hat, wieder bei uns zu Hause zu spielen, auch wenn nicht all unsere Fans da waren. Nochmal großes Dankeschön an die gekommen sind. Eine richtig fantastische Stimmung. Man hat das Gefühl gehabt, als wären 7, 8, 9.000 hier im Stadion. Ich glaube auch, dass gerade die Leistung meiner Mannschaft in der ersten Hälfte auch dazu beigetragen hat. Ich denke, wir müssen deutlich höher führen zur Halbzeit, als gehst du dann mit dem 1-1 in die Halbzeitpause aus einer Situation heraus, aus einem Einwurf, wo wir uns schneller orientieren müssen, schneller die Leute aufnehmen müssen und kriegst du eigentlich mit dem ersten Schuss aufs Tor dann auch, kassierst du den Ausgleich. Das war natürlich ein bisschen bitter für uns. Trotzdem glaube ich, dass es viele sehr, sehr gute Ansätze gab, wie wir Fußball gespielt haben. Wir hatten ein gutes Positionsspiel. Wir hatten, wie ich schon gesagt habe, eine hohe Anzahl von großen Chancen, die wir uns erspielt haben. Wollten das natürlich mit in die zweite Hälfte nehmen, wobei man auch sagen muss, dass Osnabrück dann gerade durch ihre Wechsel dann schon für mehr Stabilität gesorgt hat und gerade im Umschaltspiel dann auch die eine oder andere Situation hatte, wo es dann nochmal gefährlich war für uns, wo wir ja im Gegenpressing nicht mehr den ersten Impuls setzen, nicht so gut in der Restverteidigung sind oder dann auch mal durch einen Fehlpass den Gegner dann zu solchen Situationen einladen und haben dann eine Situation, ja, als Sascha den Ball hält, glaube ich, gehen da an die Latte, wo es sicherlich gefährlich war für uns. Auf der anderen Seite hatten wir auch noch zwei richtig gute Kopfballmöglichkeiten von Harvard Nielsen und Mergem. Ja, in der Summe denke ich für uns zwei Punkte zu wenig. Ich glaube schon, dass wir das bessere Team und das deutlich aktivere Team waren mit den besseren Torchancen, aber so ist es. Erkenntnis für uns, wir müssen uns auch in diesem Jahr extrem strecken, um drei Punkte zu erzielen. Vielen Dank, Stefan. Dann darf ich stellvertretend weiterhin die Fragen der Journalisten einbringen. Sebastian Kloser von den Nürnberger Nachrichten fragt, was den Ausschlag gegeben hat, diesmal ohne Jamie Leveling und in veränderter Formation zu starten. Ja, den Ausschlag hat die veränderte Formation gegeben. Wir haben in der Raute heute gespielt und Jamie ist kein gelernter Stürmer und auch kein gelernter Box-to-Box-Player, sondern ein Außenstürmer, der über den Flügel kommt und diese Außenposition war heute nicht besetzt. Zweite Frage, wie groß der Ärger war über die vergebenen Chancen zur Pause? Kein Ärger, du musst erstmal diese Chancen in erspielen. Ja. Letztendlich ist es für uns so, dass wir konsequenter diese Chancen dann auch verwerten müssen. Da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Aber insgesamt haben die Jungs wirklich all das umgesetzt, was wir von ihnen sehen wollten und wie wir auch spielen wollten. Und wie gesagt,
wir müssen schon daraus lernen, weil wir nicht in jedem Spiel diese Anzahl an Torchancen dann auch bekommen, dass wir da einfach gieriger sind, um das Tor zu machen und auch konsequenter im Torabschluss sind. Nächste Frage immer noch von Sebastian Kloser. Wie erklärst du dir den Bruch im Spiel ab der 65. Minute? Bruch würde ich so nicht sagen. Es gibt zwei Gründe dafür, dass es vielleicht nicht mehr ganz so gut lief. Der erste Grund ist erstmal der Gegner, der das deutlich besser gemacht hat in der zweiten Hälfte. Der zweite Grund ist, dass wir dann ja, unsere Formation umgestellt haben. Auch und da haben wir sicherlich die ein oder andere Minute gebraucht, um dann auch wieder in die Spur zu kommen. Aber es war kein Bruch, sondern es war dann etwas oder wahrscheinlich ausgeglichener in der zweiten Hälfte des Spiels. Was macht es mit Trainer und Spielern, wenn wieder Zuschauer da sind? Ja, habe ich ja eingangs schon gesagt. Wir haben uns, ich habe es auch im Vorfeld der Partie schon gesagt, auf der Pressekonferenz. Wir haben uns sehr, sehr gefreut und nochmal großen Dank an unsere Fans, an unsere Zuschauer, die heute da waren. Ja, es war eine richtig gute Stimmung und hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, die Zuschauer, die heute hier waren, man hat es ja dann auch am Applaus gehört und an der Unterstützung, dass es ihnen zum großen Teil auch gefallen hat. Und dann war die letzte Frage von Sebastian Gloser, die wichtigste Erkenntnis aus diesem Spiel, die du, glaube ich, auch in der Habe ich auch schon beantwortet, auch in dieser Saison. Ja, wir müssen an unser Leistungsmaximum gehen, über 90 Minuten, um Spiele zu gewinnen. Aber es ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Dann sage ich vielen Dank und wünsche allen jetzt noch einen angenehmen Sonntagnachmittag und bis hoffentlich bald dann wieder im Sportpark Rudolf Thomas Sommer.